Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Red Dead Redemption 2 mit den Pirates. Wir wollten eigentlich zu dem Ding da. Wir haben gerade ein Nebenmission reinbekommen. Hast du gerade richtig gesehen? War der Index? Das sind hier. Ich weiß, der Alten. Kehre nach Butcherski zurück. Melde dich bei. Okay. Okay, wir haben auch einiges zu tun. Nee, also machen wir auch gar nicht in Richtung Hauptmission. Okay. Also Richtung Hauptmission. Helen Acri here is a silly boy. And Protus isn't a boy at all, but a chimpanzee that a man you can't. Oh Bruder Teil 2. Ach du Scheiße. Wie schon wieder. Oh my, our friend. Hello. I bet you can punch. Do me and the lady a favor here, would you? And thrash this impudent wretch. Thrash? No man alive can thrash me. What was your name, sir? Arthur. Arthur could. Easily. You, maybe, but not me. I know. Punch us both as hard as you can. You'll break his glass jaw, and I'll be left standing. The knight and the knave. Good idea. Hit me, then. Dear boy, give the feeble fellow a little tap and watch him crumble. Ja. You really walloped him. Right, yikes. I'm fine. Come on. What? Ooh, look there. I got a proper chin. Not good. Like that toe rag. God, Lord above. Doesn't hurt. Hey, hit me again. Right here. Right here. Na gut, wenn du willst. Boah, Alter. Okay. Spann an. Oh. Okay. Boah, nicht zu früh, Kumpel. Einmal Rühreier. Komm. Enough, gentlemen. Yes, I think so. Oh, I slipped. And I hope you killed the leprechaun. And he's still alive? Shoot him, please, one of you. There, up you get. We need to get some steak on those wounds. Madam, gentlemen, good luck to you. Whatever got into your heads? Ah, das sind ja auch richtige Idioten, ey. Oh, Bruder Teil 2, ja gut. Ob es noch einen Teil 3 gibt, wir wissen es nicht. Das ist auf jeden Fall eine geile Mission. Dann können wir da ja auch den Brief gleich abholen. Und dann können wir da mal gucken, was da drin steht. Ich könnte mir ganz gut vorstellen. Aber ich wollte erst dann die Witwe würde sich dann melden. Ich glaube, die Witwe hatten wir hier oben, ne? Charlotte, genau. War Charlotte, ne? Die Witwe, ja. Na gut. Ja, wer könnte der Brief sein? Vielleicht doch nochmal der. Wo ist denn der Trapper gewesen? War immer ein Trapper. Ach Mensch. Ja, stimmt, der war da. Okay. Dann können wir nachher hochreiten. Also wir haben auch viel zu tun hier in Red Dead Redemption 2. Was ja aber auch ganz geil ist, ne? Was ja auch ganz gar nicht so übel ist. Dass wir so viel zu tun haben. Also ja gut, es geht, ne? Mit Charlotte müssen wir nur besuchen. Also weiß nicht, was die noch macht, aber da müssen wir auch nur besuchen oder so. Müssen wir dann was jagen. Das geht meistens immer relativ schnell.
Ja, ist hier nur noch, ja, der Brief, den wir noch nicht wissen, da kann ich mir auch Mary da gut vorstellen. Oder vielleicht, ne, da, ne, der Arzt wird bestimmt wissen, ne, das wäre unlogisch. Oder vielleicht der Bürgermeister nochmal, vielleicht ist es doch noch nicht vorbei. Wer hätte zu sagen, dass er uns irgendwie eine Falle stellen will, weil wir ihm das Leben, weil wir dem das Leben verschont haben. Schau, was war das denn? Ah, das Wasser. Du bleibst schön liegen, ne? Keine Dummheiten machen. Wie der eben geschrien hat. Weißt du was? Man behandelt eine Frau mit Respekt, weißt du das? Ach, tschüss, Kumpel, du wirst nie wieder jemanden entführen. Arschloch. Das war ja ein Entführer übrigens, ne? Ich will es ja nur gesagt haben. Gut, dem haben wir die Fresse weggeschrotet. Aber warum nicht? Ich dachte mir mal, ich probier's mal aus. Eine schöne Hinrichtung. Arschloch. Ich meine, ganz ehrlich, warum nicht? Na, hat er mir empört. Gut, vielleicht nicht halt die gerechte Strafe, gleich jemanden da abzuknallen, aber. Er hat eine Frau gegen ihren Willen, ne? Das ist schon. Das muss schon bestraft werden, ne? Und weiß nicht, ich glaube nicht, dass er darauf hören würde, wenn ich sagen würde, so, hey, so geht das nicht. Ich glaube, er dann sagen würde, okay, ja, hast recht, Arthur. Okay, das würde ich nicht. Oh, wir frieren. Well, it's been a little while, eh? So. Buying or selling? All right, let's have a look. Das Wolfsfell bringt mir 90. I hope you make something pretty with that. Wow. Danke, dafür bin ich jetzt hier rausgeritten. 90 Cent. Na gut, besser als nichts. Ich ja, mein Kopf wird gleich loswerden.
there. Pleased to see you. I'm glad you're doing the right thing. Yeah. If you wouldn't mind coughing in your sleeve, sir, I really can't afford to get sick again this month. Why don't you just do your job? Of course, sir. Sorry. It's just a polite request is all. Was im Büro des Bürgermeisters. Was im Büro des Bürgermeisters. Im Juli 1899 aus dem Büro von Jean-Marc Messier, Bürgermeister von Saint-Denis. Ergeehrter Mr. Kirger, nach dem Rückkehr vom Bürgermeister Le Mans sind diese anstrengenden Zeiten im Rathaus. Aber der Dienst an unseren Bürgern muss weitergehen. Der neue Bürgermeister hat beantragt, dass sie für ihre Verdienste um die Stadt Saint-Denis eine formelle Belohnung gehalten. Binden Sie dieses Zeichen Dankbarkeit unserer Bürger an, zusammen mit dieser persönlichen Botschaft des Bürgermeisters. Ihr Skandal wird vorübergehen und wir werden alle gestärkt daraus hervorgehen. Mit dem größten Respekt, Büro des Bürgermeisters von Saint-Denis. Sehr schön. Auge bin für 90 Cent hier rausgeritten. Gut, dann reiten wir nochmal ganz da oben, mal gucken, was da ist. Dann machen wir die Mission als nächstes. Aber sei nicht, dass die eine Mission wieder so ein Zeitding ist. Ach nee. Ich hasse es an diesen Nebenmissionen echt. Weil die Welt extrem groß ist und du dann immer dieses Zeitbring-Management hast. Ne? Danke. Nee, Resident Evil habe ich auf jeden Fall vorbestellt. Ich bin sehr gespannt. Die Demo hat mir schon sehr gut gefallen. Okay. Aber gut, dann reiten wir immer dahin. Ja. Aber ich glaube, ich habe noch nie so viel Spaß in der Demo-Version gehabt wie in Resident Evil 3 Remake. Das war echt eine gute Demo. Ich bin sehr gespannt auf jeden Tag, wo ich das mit zocken werde. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute zocken. Ich bin mir unsicher. Ich weiß es gar nicht. Und dann ist es heute mit zocken. Gucken. In jedem Fall wird dazu natürlich hoffentlich rechtzeitig die Videos dann kommen. Aber natürlich, und wir sind dann auch wieder alles täglich. Und mittlerweile läuft es so. Oblivion hat zwar noch keine Problemchen, weil es immer bis jetzt nur eine Folge aufgenommen habe, aber eigentlich muss ich doch sagen, läuft es mit den Videos doch mittlerweile relativ gut. Also besser als, ne, als einmal. Und so langsam geht das auch wieder so. Ein Riesi noch. Gucken, was ich nach Black Mirror 2 mache. Also Black Mirror 3 weiß ich noch nicht. Also. Black Mirror 3 ist immer schwierig, so mal gucken, also die Schwierigkeit aufnehmen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, also ich bin ja noch in Black Mirror 2, aber ich habe noch andere Spiele auch noch Bock, vielleicht mache ich Black Mirror dann ein bisschen später, mal gucken, da muss ich da mal gucken, ob ich Lust habe. Aber ich bin ja eigentlich so ein Fan davon, immer dann gleich den nächsten Teil darauf hin zu Let's Playen, weil eigentlich weiß ich nicht. Mache ich selten. Außer bei Assassin's Creed. Da mache ich das, werde ich das jetzt so machen. Liegt aber daran, aber nur daran, weil Assassin's Creed jetzt schon so lange läuft. Und ich mittlerweile so lange, der Slot Assassin's Creed schon so lange besetzt, dass ich dachte so, hey, dann ziehe ich den Scheiß jetzt halt durch, dann haben wir das halt. Keine Unterbrechung mehr bei Assassin's Creed, bis es natürlich irgendwann endet. Mal gucken, wir können mal gucken. Weil ich irgendwie auch noch auf andere Games Bock habe. Also wirklich auf andere Games habe ich immer noch Bock. Ich auch noch unfassbar gerne spielen will, wo er auch eher ein bisschen actionreichere Games wieder, mal gucken. Ah, vielleicht, war ich mit Black Mirror 3 und später auch. Mal gucken. Ja, weiß ich noch nicht. So. Aber man kann ja auch über die Zuge des Kanals mal reden. Ich habe sowieso mal überlegt, da weiß ich nicht, so ein Monatsding zu machen. Eine Monatsvorschau. Nur ist da doch mal schwierig, weil man dann einen Monat und 30 Tage natürlich dann auch, oh, ich sollte man im Pferd was zu essen geben. Ich habe das auch mal gemacht,
Also ich habe schon im Moment Vorschau gemacht, ich habe auf den Kanal noch nicht. Auf alle anderen auf alle alten Kanälen, die nicht mehr existieren, ihr müsst ja gar nicht nachgucken. Ist auch gut, dass sie nicht mehr existieren. Leute, mir helfen, Kumpel. Schön hier bleiben. Ich wusste es auf irgendwie schief geht. Oh, this is really nice of you. Thank you, thank you, thank you. Please accept my thanks as reward. I won't forget this. Sure, Mister. Komm auch echt extrem bedrohlich. Ja, Entschuldigung, ich komme auch hier extrem bedrohlich an, Mensch. Oh, die Waffe weg. Wie sieht das denn aus, Afa? Wollte mich gerade so richtig bedanken und der, was macht der, zieht erstmal eine Waffe. Naja, weil ja, ich bin eigentlich, ja, das Problem ist, dass ich da auch kein Fan von bin. Erstens habe ich das Gefühl, nach Max Payne hat man das, habe ich das damals gemerkt, dass so, wenn man dreimal ineinander und alles ineinander wegballert, das sind irgendwie, man ballert es mehr oder weniger die Games halt so weg, weil Assassin's Creed ist was anderes, da bin ich ein extremer Fan von. Ich liebe einfach Assassin's Creed, da ist es ein bisschen was anderes und Max Payne mochte ich auch sehr gerne, aber ich glaube, diese Abwechslung ist halt immer ganz schön. Ich meine, wir haben ja 5 Slots, ne, und ich meine, ist das mal so, große LPs, wir haben sowieso jetzt nicht mehr, Death Stranding ist jetzt beendet, ich glaube, das Red Dead, ja, Red Dead ist auch noch vom letzten, ja, ne, ja, ist auch noch vom letzten Jahr, Red Dead ist noch vom letzten Jahr, Oblivion ist von diesem Jahr, ja, gut, aber wir haben nicht mal ganz so viele große Let's Plays, also große Spiele haben wir ja gar nicht mehr. In dem Sinne jetzt momentan haben wir ja gar keine großen Games mehr. Ich glaube, große LPs sind, also wirklich diese Klopper von über 100 Folgen, also ich sag mal so, ab 100 Folgen sind das dann große LPs für mich. So, 30 sind so eher kurze Dinger, also ja, nicht kurz, sind so vielleicht so 12, 13 Folgen. 30 sind so normale Spiele, 30 bis 40 Folgen und so. Für mich normale Spiele, dann also ab 50 sind so, ne, sind dann schon etwas längere Spiele. Wenn es dann auf die, wenn es dann in die 100 geht, lange Spiele über 100 sind dann wirklich Klopperdinger, ne? So, und davon haben wir ja gar nicht mehr viel. Ja, noch Red Dead, oder okay, ja, noch Oblivion, okay, vielleicht noch dieses Jahr Horizon Zero Dawn, wenn es auf PC rauskommt, das könnte ich, da könnte ich mir auch noch ein Let's Play drüber vorstellen. Ist ja nochmal ein Klopper-Ding, aber sonst haben wir ja kaum noch Klopper. Und ja, und ich habe auch Bock auf viele andere Games und gerade auch ein paar kürzere Dinge. Ja, deswegen muss ich mal gucken, ja. Ich bin ja auch einfach so ein echt aus so einer, ne? Ich spiele einen Teil und dann so gut für das erstmal und dann bin ich wieder Bock auf die Serie, mach ja weiter. Weil ich jetzt habe ich echt Bock. Und den 18 Uhr dort will ich da jetzt auch so lassen, weil ich wollte schon immer irgendwas haben, was halt täglich kommen kann. Gut, Assassin's Creed ist natürlich auch mal so eine Sache, ja. Aber wenn es die Assassin's Creed Fans kann ich bedienen. Weil es ja ein ganzes Franchise ist. Aber sonst so, weiß ich nicht. Wer macht ja, ich habe ja bei GTA jetzt auch schon aufgehört, bei Hitman. Okay, bei Hitman habe ich dann auch. Hitman wollte ich aber da machen. Hitman war ja ein Problem, ne? Das ist ja technisch funktioniert. Aber auch mal so andere Spiele, zum Beispiel mal GTA mal wieder machen. Aber wenn ich dann jetzt so 2-3 Slots dann da nehme, ne? Muss ich halt mal gucken. Aber ich habe noch Bock auf viele andere Games, also natürlich immer Resident Evil 3 habe ich richtig Bock und nochmal auf ältere, nochmal auf Klassiker, hätte ich auch nochmal Bock drauf, auf ein paar Klassiker, zuletzt playen ältere Spiele, wo ja vielleicht noch, wo ihr vielleicht jetzt ganz überrascht sein, ne? Oh. Junge, was ist los? Das ist abschneiden, das ist abschießen. Please.
colon. I can feel it getting looser. Oh, God. Oh, oh, you did it. Oh, oh. I gotta get some scrap or something here. Oh. Oh, mister, you... I thought I was gonna be... Oh, go! Oh, I thought I was gonna be a goner. Oh, you can take whatever you want from my pack for saving me. Oh. Here, this'll help with the pain at least. Oh, oh, yeah. Yes. Yes. Oh. 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 Ja, weil ich habe wollte es mir nochmal genauer, aber dann habe ich hier immer ein Fernrohr. Boah, ist es tief. Boah, aber dafür lebst du, ne? Tot lachen, es wird als tot sein. So, gut, bis dann. Nee, da habe ich schon einiges noch vor, aber ich habe natürlich, ich bin ja reine Planungsmaschine, ne? Witzige ist halt immer, man muss sich festlegen. Problem bei mir ist immer, ich plane unfassbar viele Spiele. Nur wenn dann Spiele enden, ja, wie jetzt Death, okay, für Death Stranding könnte man so sagen, ich weiß nicht, wann ich diesen Evil bringe, glaube, das wird dann, ja, 15 Uhr. Ja, für, das wäre okay für, ja. Easy, mal gucken. Muss mal gucken, weiß ich ja nicht. Oder 21 oder 21 Uhr. Da bin ich noch unentschlossen. Ich bin noch unentschlossen, muss ich sagen. Wie sieht das denn ja? Aber so ein Horror-Game eher früh ist auch doof, ne? Muss man echt gucken. Ich glaube, ich tendiere eher zu 9. Aber gucke ich dann mal. Auf jeden Fall, ja. Ist das ja das Problem. Dass ich so viel Spiele plane, dass wenn ich dann, ich glaube auch so unfassbar viele Spiele, auch viele im Rabatt aufgekauft, ne, Lego-Spiele hätte ich noch, Lego Indiana Jones hätte ich auch noch, ich habe dann so viele Games, die ich dann let's playen könnte, dass ich dann gar nicht mehr weiß, was will ich jetzt eigentlich machen. Mir auch ganz oft, dass ich dann gar nicht mehr weiß, was ich jetzt eigentlich noch machen und du weiß nicht, und so ein Spiel Red Dead, ne? So, jetzt hat man es durch, so gerade so Klopper-Dinge, Red Dead oder wenn man hier in Oblivion durch hat, weil man damit irgendwie am wenigsten rechnet oder naja, was heißt, er rechnet damit? Ja, natürlich weiß ich, dass das Spiel 100 Folgen lang, natürlich weiß ich, dass ich Kapitel 6 bin. Ich weiß man natürlich auch ein bisschen, wie lang die Story ist. Dennoch, ja, man hat ja und wenn er dann kommt, und dann, oh, ja, was soll ich jetzt aufnehmen? Mensch, muss ich gucken. Ich bin dann froh, jetzt Resident Evil 3 zu haben. Sonst wüsste ich echt nicht, weil ich sich aufnehmen. Ja gut, dann hätte ich glaube ich auch nichts weiter gemacht. Oh Gott, hier wird geschossen. Alles gut. Oh, hey there. How you feeling, man? Much better than I felt in a long time. If we hadn't caught that rabbit, I don't think I'd have made it another day. Well, you look better. Better and determined, thanks to you. And if I'm gonna learn to hunt, I figured it was time I learned how to use Cal's gun properly. Well, how's that working out for you? Well, let's just say my prey is looking decidedly unscathed. But the end of labor is to gain leisure. Is that not what Aristotle said? Well, I don't know much about Aristotle, but, I know a thing or two about shooting a gun. Look, you gotta hold steady and firm. You just focus, breathe slowly, and always pull the trigger on empty lungs.
Here, I'll show you. Okay. Calm and steady. Don't snatch at the trigger. You make it look so easy. All right. You try now. Remember to breathe. Wait to breathe out. Wait to breathe out. Would you look at that? I haven't hit one that close all day. Not bad. Focus on the inhale. Shoot on the exhale. My turn. I'll shoot a few more this time. Gut, das sind drei Flaschen. Okay, komm. Oh no, that wretched rat is back. Over there, you see? It's been a thorn on my side ever since we moved here. Kill it, please. Got away. I told you it was fast. Anyway, my turn. Come on, come on. Das sieht doch gut aus. Komm. That I salted up. Would you join me for a meal? It's the least I can do. Oh, natürlich. Ich habe heute noch nichts gegessen. Also in real life schon. So hier Afer nicht. Persönlich habe ich natürlich schon meine Mahlzeit hinter mir. Ohne Essen wie auch verrückt werden. Also, Essen ist einfach zu geil. Go ahead and take a seat at the table. Food is just about done. Oh, geil, geil. Oh. Well, it's good and hot. I hope you enjoy it. You helped me to catch it, after all. Bon appetit. Huh? Please enjoy. And thank you again for everything. I really am grateful. It was nothing. You're a good man. Oh, you don't really know me. I know enough. There's always more to find in ourselves. You helped me to see that. My husband, Cal, was such an optimist. I found that to be very contagious. But there's a fine line between optimism and naivete. We were both born with a silver spoon. Banquets, butlers, valets. Sounds terrible. It was just so many people, so many things. I was lost in it, I was crushed by it. My father was very overbearing. Then we came out here and I got crushed by this. You know, I pictured myself picking fresh vegetables. Sipping homemade wine, writing a great novel. But I turned out to be a far more pathetic anti-heroine than any I could ever pen. Oh, well. I reckon you're gonna be just fine. Are you all right? Can I get you some water? No, I'm fine. I just, thank you for this. I think it's best if I make. Stay right there. It's gonna be okay. Alter. My dear Arthur, I have gone out hunting.
Not a phrase I thought any pen of mine would ever ink, but nonetheless one I am very proud to finally be able to write. I am so very grateful to you for all the help and encouragement you've given me. There is some money in a box on the nightstand. Please take it. I have far more than I need back in the city, and I'd like you to have it. Please take care, and remain true to the man I know you are. Wie viel Geld es ist, sollen wir es hier mit drin lassen oder? Ich hab auch genug bekommen. Ist zwar nett gemeint, aber. Passt schon. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir für diese Folge ja aufhören. Beim nächsten Mal weitermachen. Theoretisch können wir in der nächsten Folge hier hinreiten, schlafen, bis es Nacht wird. Und dann die andere Nebenmission machen. Genau, nachts wird glaube ich verfügbar. Das machen wir doch. Gut, dann machen wir das so. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge rein. Euer Pyrus, tschüssi.